Im folgenden Film zeigen wir Ihnen ein herzgesundes Übungsprogramm, welches Sie einfach und sicher zu Hause durchführen können. Der Arzt Vitality Miniball ist ein sehr vielseitiges Trainingsgerät, welches sowohl zur Prävention als auch zur Rehabilitation eingesetzt werden kann. Der Miniball ist mit Luft gefüllt und in verschiedenen Größen erhältlich. Für die folgenden Übungen empfehlen wir Ihnen den blauen Arzt Vitality Miniball mit einem Durchmesser von 22 cm. Die folgende Übung trainiert die Muskulatur Ihrer Arme. Setzen Sie sich aufrecht auf einen Stuhl und halten den Miniball vor der Brust. Die Ellbogen stehen dabei seitlich nach außen, die Schultern sind tief. Drücken Sie den Miniball in kleinen, pulsierenden Druckbewegungen zusammen und lassen ihn wieder los. Atmen Sie dabei fließend und gleichmäßig weiter. Führen Sie diese Übung je nach Trainingszustand zwischen 15 bis 30 Sekunden aus. Anschließend machen Sie 30 Sekunden Pause. Wiederholen Sie den Übungssatz danach ein bis zwei Mal. Sollten Sie diese Übung ohne Schwierigkeiten ausführen können, können Sie die gleiche Übung im Stehen durchführen. Nun zeigen wir Ihnen eine Übung zur Kräftigung Ihrer Beinmuskulatur. Setzen Sie sich aufrecht auf einen Stuhl und legen den Miniball unter den rechten Fuß. Führen Sie diese Übung am besten ohne Schuhe durch. Drücken Sie den Miniball in kleinen, pulsierenden Druckbewegungen mit dem Fuß zusammen und lassen ihn anschließend wieder los. Achten Sie dabei auf eine fließende und gleichmäßige Atmung. Führen Sie diese Übung je nach Trainingszustand zwischen 15 und 30 Sekunden aus. Anschließend machen Sie 30 Sekunden Pause. Wiederholen Sie den Übungssatz ein bis zweimal pro Seite. Sollten Sie diese Übung ohne Schwierigkeiten ausführen können, können Sie die gleiche Übung im Stehen durchführen, sofern Sie einen sicheren Stand haben. Mit der folgenden Übung trainieren Sie Ihren gesamten Oberkörper. Setzen Sie sich aufrecht auf einen Stuhl und halten den Miniball mit beiden Händen auf Bauchhöhe vor dem Körper. Beginnen Sie nun, den Miniball in Achten links und rechts vor dem Körper schwingend zu bewegen. Der Oberkörper rotiert dabei leicht mit. Achten Sie während der Bewegung auf eine gleichmäßige Atmung. Führen Sie diese Übung je nach Trainingszustand zwischen 15 und 30 Sekunden aus. Legen Sie anschließend eine Pause von 30 Sekunden ein. Wiederholen Sie den Übungssatz ein bis zweimal pro Seite. Sollten Sie diese Übung ohne Schwierigkeiten ausführen können, können Sie die gleiche Übung auch im Stehen durchführen. Die folgende Übung stärkt die Muskulatur Ihres Rückens. Setzen Sie sich aufrecht auf einen Stuhl und halten den Miniball mit beiden Händen auf Bauchhöhe vor dem Körper. Beim Ausatmen strecken Sie die Arme mit dem Miniball nach vorne. Der Rücken wird rund. Beim Einatmen richten Sie den Rücken wieder auf und geben den Ball hinter Ihrem Rücken von einer Hand in die andere. Führen Sie diese Übung 6 bis 10 Mal aus. Legen Sie anschließend eine Pause von 30 Sekunden ein. Wiederholen Sie den gesamten Übungssatz je nach Trainingszustand ein bis zwei Mal. Sollten Sie diese Übung ohne Schwierigkeiten ausführen können, können Sie die gleiche Übung auch im Stehen durchführen. Die folgende Übung hilft Ihnen dabei, Ihre Grundausdauer zu trainieren. Setzen Sie sich aufrecht auf einen Stuhl und halten den Miniball mit beiden Händen auf Bauchhöhe vor dem Körper. Führen Sie mit dem Oberkörper im Sitzen Gehbewegungen aus. Werfen Sie dabei den Miniball im Rhythmus der Gehbewegungen zwischen der linken und der rechten Hand hin und her. Achten Sie dabei auf eine gleichmäßige Atmung. Führen Sie diese Übung je nach Trainingszustand 30 bis 40 Sekunden durch. Machen Sie anschließend eine Minute Pause.
wiederholen Sie den Satz anschließend ein- bis zweimal. Die Belastungsdauer können Sie je nach Trainingszustand nach und nach noch etwas steigern. Achten Sie darauf, dass die Intensität jedoch so moderat bleibt, dass Sie sich während der Übung noch gut unterhalten können. Sollten Sie diese Übungen ohne Schwierigkeiten ausführen können, können Sie die Gehbewegungen im Stehen durchführen. Zum Schluss noch ein Hinweis. Sie sollten das Training abbrechen, wenn Sie das Gefühl haben, wenig Luft zu bekommen oder nicht mehr frei atmen zu können, sobald Schmerzen auftreten, wenn Unwohlsein, zum Beispiel in Form von Schwindel oder Übelkeit, auftritt. Körperliche Aktivität ist ein einfaches Mittel, Herzerkrankungen vorzubeugen. Weitere Informationen und Übungen zum Thema Herzinfarkt finden Sie in den folgenden Filmen und in unserem Expertentalk.